danke, dass du hier bist. Du hattest auch eine wesentlich weitere Anreise als ich jetzt zum Beispiel. Es geht. Also Berlin ist ja inzwischen recht schnell mit der Bahn. Ja, genau. Du bist also in Berlin. Also wir haben es. Das muss jetzt. Ich fange jetzt mit meinem persönlichen Einstieg an. Ich habe mir so ein paar Fragen notiert, die Katja gestellt hätte. Die muss ich dann vom Zettel ablesen. Aber die hatte auch einen sehr starken persönlichen Bezug. Mein persönlicher Bezug zu dir ist, obwohl wir uns erst vor einem Jahr kennengelernt haben ungefähr persönlich. Ein halbes Jahr. Es war auf jeden Fall Sommer, deswegen kann das auch ein halbes Jahr gewesen sein. Es war genau vom VOT eine Gartenparty. Begleitest du mich quasi auch schon mein halbes Leben, also zumindest deine Musik? Und ich war mit 15 großer Fan. Wir haben in Forum Enger nicht nur zu der Musik von Malaria, aber natürlich zu dem ganzen Post-Punk-Kram getanzt. Ja, das ist meine Generation. Und so, ich bin sozusagen also wirklich die Generation deiner ersten künstlerischen Phase der Fans von damals. So. Und insofern habe ich das auch immer so ein bisschen verfolgt, auch wenn es vielleicht sich dann anders entwickelt hat und ich jetzt zum Beispiel nicht eine Synthie-Pop-Reihe in Hamburg mache wie Katja. Aber es ist auf jeden Fall da auch für mich ein persönlicher Draht da. Und Katja hatte sich überlegt, dass du, also auch so ein bisschen chronologisch anzufangen mit dem Gespräch, und dass du vielleicht, um uns alle da so reinzubringen, und weil nicht alle den Vorzug hatten, in den 60ern geboren worden zu sein, die Zeit vielleicht ein bisschen erklärst, in der du angefangen hast. Weil danach würden wir nämlich... Nein, das stimmt gar nicht. Das hat Katja sich ganz anders vorgestellt. Jetzt kommt erst mal ein Song und dann tust du das. Jetzt kommt nämlich ein Video, das ist, glaube ich, von deinem letzten Album. Move Me heißt es. Nee, das ist immer von meinem ersten Soloalbum 2007. Okay, 2007, das Neueste kommt dann am Schluss. Damit geht's. Okay. Dürfen wir das noch zeigen? Oder ja, ist natürlich. Es, ja, ist nicht, keine Überraschung. Okay, alles klar.
Ja, Applaus. Dann. Monika Vision, dazu kommen wir später. Das ist ja dann sozusagen ein Werk aus der mittleren Phase von 2007. Ja, das war ein bisschen, also dieses Video kurz dazu, das sind nicht meine Kinder, das sind die Kinder von meiner besten Freundin, von Manon P. Dursma, die auch bei Malaria mitgespielt hat, mit der ich immer noch sehr gut befreundet bin. Und ich wollte gerne einen Videoclip machen, aber hatte überhaupt keine Lust und fand es total blöd, jetzt so eine Playback-Videoclip-Nummer zu machen. Und die Kinder haben sowieso, das war so ihr Zeitvertreib, dieses Video machen, 2007 schon, heutzutage ist es ja total verbreitet. Und dann habe ich die gefragt, ob die nicht Lust haben, einen Clip zu machen. Oh ja, machen wir. Und dann haben sie sich irgendwie verkleidet und einfach so alles selbst gefilmt. Ganz toll. Und dann hat das die Ute Schall von der Volksbühne, so eine, die auch viele so eben Live-Videos so viel macht und gut schneiden kann. Weil es war dann wahnsinnig viel Material und die hat das dann einfach so toll zusammengeschnitten. Ich fand es ganz süß eigentlich, ja. Ja, das ist immer eine gute Idee, dann die Kreativität der Kinder anzuzapfen, diesen Brunnen, solange er nicht irgendwie schon totgeklopft worden ist von irgendjemandem, solange die noch so sind. Ne? Ja, weil die auch Lust dazu hatten, ja, habe ich gedacht. Und sie finden das jetzt, also komischerweise Zara, die ist jetzt auch tatsächlich im Medienbereich, das ist ja schon ein bisschen länger her, und die hat das weiterverfolgt mit diesen Videos auch, das fand ich ganz toll. War das eine ähnliche Stimmung, als ihr angefangen habt mit Malaria, um jetzt mal die Brücke zu bauen? Oder davor, vielleicht sogar noch davor. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Zu meiner Musikkarriere? Ja, oder? Weil, genau, also weil sich, glaube ich, mir die Frage stellt, vielleicht auch einigen hier im Raum, wie man es überhaupt, also ist das eine Karriere, hat man eine Karriere geplant oder ist das so ein künstlerisches Ziel, ist das ein Spiel, ne, was ja, da passiert? Da gehe ich jetzt mal zurück in die guten alten 80er Jahre. Wo natürlich gerade so eine Idee von Karriere es überhaupt nicht gab in der Musik, in der Popmusik in Deutschland und auch nicht für uns. Also das war eher, ich habe damals dann in Berlin visuelle Kommunikation studiert, wollte eigentlich Filmemacherin werden und die Musik hat mich da so ein bisschen überrollt und eingeholt und das war so der direktere Zugang. Ich wollte immer sowas Künstlerisches machen, das war klar. Aber das hat mich so ein bisschen eingeholt. Ich war jetzt nicht die Wahnsinnsmusikerin von immer die. Ich bin eher die künstlerische Musikmacherin. So. Ist ja aber auch kein schlechter Karriereweg, wenn man sich die britische Musikgeschichte, Popmusikgeschichte anguckt, kommen ja eigentlich alle eher von Kunsthochschulen. Also Beatles und. Es waren damals viele, auch in Amerika, also ja. The Talking Heads und so, das war schon. Ich sag mal so, die Leute, die Popmusik gemacht haben, auch in den 60er Jahren schon, kommen tendenziell eher aus der bildenden Kunst als vom Konservatorium, weil da gibt es weniger Schnittstellen. Ne? Ja, so. Das stimmt. Ja. Also du auch? Aber es war nicht, also das war dann auch wirklich so, das muss man nochmal heute auch nochmal so sagen, finde ich, dass es in meiner Jugend für deutsche Popmusik eigentlich keine Chance gab. Also es war ganz klar angloamerikanisch beherrscht. Man hat wirklich nur amerikanische und englische Musik fast im Radio gehört oder darüber wurde ernsthaft diskutiert. Dann gab es Krautrock und der war von den meisten nicht gut angesehen, weil das waren wirklich Bands, die dann versucht haben, wurde Krautrock genannt, die versucht haben, englische Musik nachzuspielen, konnten es nur nicht so gut. Es gibt natürlich jetzt eine andere Art, also in der deutschen Musik, was ich auch damals gut fand, war Can oder Neu. Ich bin großer Neu-Fan und es gab ein paar Einzelne, aber die waren, es war wirklich minimalst. Und sich vorzustellen, dass irgendwie, dass eine Band aus Deutschland dann international plötzlich spielen kann oder auch Platten verkauft, also das ist, war toll. Für mich war das der heiße Scheiß und ich habe gar nicht so sehr gedacht, bei Malaria zum Beispiel, deutsche Band, das war die Zeit, das waren die frühen 80er, Postpunk, da gab es in Belgien Bands, Tuxedo Moon und so, frühe dann, elektronische Musik, genau, es gab Bands in Italien, es gab irgendwie diese ganzen DAF, Düsseldorfer Splittergruppen in Berlin und so weiter und die Musik war ähnlich, also die war nicht total unterschiedlich.
auf jeden Fall von einem Geist beseelt. Und da war dann Nation, Geschlecht und so weiter, alles egal. Das war eine Brücke, die eine Generation vielleicht verbunden hat. Ich würde genau jetzt mal das Video spielen, um zu erklären, wie das klang. Ist das okay? Welches denn? Achso, wir haben uns nicht geeinigt, ne? Das sind alles Überraschungen. Your Turn to Run soll kommen. Ah ja. Das sind übrigens die Aufnahmen, sind die Überbleibsel von Super 8 Aufnahmen aus der Dresdner Straße in Berlin nach der ersten Mai-Demo. 1985? Nee, es muss. 82. Nur ein Ausschnitt sein. Ich bin auch nicht eingeweiht. Ja, irre. Ja, das war ein Ausschnitt aus der... wir haben damals einen Videoclip gemacht für Geld. Dieter Hommel und Brigitte Böhle haben das gemacht. Das war so eine Super-8-Künstlerin. Super 8 war ja 80er ganz groß. Und das war so das Ausschussmaterial. Und das habe ich dann noch zusammengeschnitten zu dem Clip. Und das war in der Dresdner Straße. Da standen dann alles so abgebrannte Autos rum. Und dann dachte ich, ach, das ist doch eine schöne Kulisse. Hier filmen wir jetzt ein bisschen. Ja, wunderbar. Also wir haben auch in den 90ern noch Videos auf Super 8 gedreht. Also das ist irgendwie eine andere... man hat auf VHS das verbreitet, aber gedreht wurde gerne auf Filmmaterial, weil es ein bisschen... Und das Stück übrigens ist... war gestern nämlich im Mastering-Studio, weil wir diese... Malaria Compiled nochmal als Vinyl jetzt rausbringen und da kommen noch ein paar Additional Tracks und da habe ich die erste Malaria nochmal angehört und das ist, dieses Your Turn to Run hatten wir damals in New York produziert mit einem Produzenten, bezieht sich aber auf ein Stück, was wir auf der ersten Malaria hatten und bei Christoph Franke in Berlin, der von Tangerine Dream, in dem Studio in Spandau habe ich mit Bettina damals aufgenommen. Das war die erste Malaria-Platte, war ich und Bettina nur zusammen und Christina Hahn als Gast. Das klingt noch ganz anders. Das ist dann irgendwie nicht so klubbig. Ja, war so ganz toll. Also das und dann gibt es ja den großen Knaller, Kaltes, klares Wasser. Das ist auch die Zeit, oder? Die gleiche Platte. Ist die gleiche Zeit. Kaltes, klares Wasser haben wir damals in Brüssel aufgenommen, auf Natur, da hatten wir einen Tag frei und dann haben die uns ins Studio verfrachtet und dann hatten wir, das war so ein Live-Stück, das haben wir dann aufgenommen. Das ist dann irgendwie wirklich, die beiden Stücke waren so die Club-Lieder in den Indie-Clubs. Ja, ja. Ungefähr gleiche Zeit rausgekommen. Interessante Frage, weil es eben auch zur Sprache kam. Ihr habt aber Instrumente noch gespielt. Also, ja, noch sage ich jetzt, weil dann jetzt der Ausblick auf die Techno-Szene gleich kommt. Ja, also ich habe mein ganz frühes Instrument war die Blockflöte. Danach kam das Akkordeon. Dann habe ich Bass und Stylophon mit Dina Tesbild gespielt. Und mit Mania D habe ich Schlagzeug und Korg MS-20 gespielt. Und bei Malaria dann Schlagzeug und Gitarre. Aber ich kann nicht Gitarre spielen. Und Schlagzeug war so eine Entscheidung bei mir, dass ich habe mir selbst beigebracht. Also ich habe auch so ziemlich anders Schlagzeug gespielt, eher so auf Toms fixiert. Und das war so, dass ich alle Schlagzeuger scheiße fand und unbedingt anders Schlagzeug spielen wollte. So habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Gab es dann trotzdem vielleicht ein Vorbild wie Mo Tucker oder so, die Schlagzeug? Nee, ich hatte Neu, war mein Klaus Dinger. Okay, ja, das ist natürlich die Latte hochgelegt. Und Markus Oehlen von Mittagspause. Ja. Das fand ich auch ganz toll. Ja, ich finde ja, weil du gerade das zu den Krautrock-Bands gesagt hast, man kann die vor allen Dingen an den Schlagzeugern unterscheiden. Also die Jackie Liebezeit, wo der mitgespielt hat, dann ist es auch irgendwie keine, sag mal so, verkiffte Hippie-Kommune, die keinen Song zustande bringt, das ist böse gesagt. Das war ja das Problem mit den Krautrock-Bands in den 70er, 80ern. Das gab einfach zu viele. Und dann, Postbank war ja auch natürlich von der Ästhetik her genau ein Statement dagegen oder die Neuerfindung der Musik oder ich sag mal, jedenfalls haben wir das so verstanden. Es ging also nicht mehr darum, ein Instrument besonders gut zu beherrschen, sondern diesen Spirit auszudrücken und den Punk halt bot. Und deswegen, ich will diese Brücke bauen zu dem, was du später gemacht hast, weil auch natürlich die elektronische Musik und ich finde die Musik, die auch wenn sie handgespielt ist aus diesen frühen 80ern bestimmter Band, ich habe eben Tuxedo Moon erwähnt und so, die klingt eigentlich schon elektronisch, obwohl es noch mit Instrumenten gemacht ist. Wie ist der Weg weiter verlaufen für dich? Ja, also das war natürlich, kann man ruhig mal so ein bisschen, ganz schnell kann ich das mal so ein bisschen überschlagen. Es war natürlich, da ich ja auch aus der Punk komme und ich habe ja Schlagzeug gespielt, habe aber nie ein Problem gehabt mit elektronischer Musik und auch in den 80er Jahren war natürlich, fanden wir Human League, die ersten Platten auch gut oder Throbbing Gristle. Es war auch jetzt nicht unbedingt der pure handgespielte Rock. Trotzdem waren wir mit Birthday Party gut befreundet, haben die kennengelernt. Das war dann auch so eine Verbindung. Wir wurden eingeladen nach Washington DC, wo wir aber nicht bekannt, Malaria war nicht bekannt genug. Und dann haben die mich gefragt, ja, wir haben hier noch eine Band, Birthday Party, die kennt auch keiner, könnte nicht Double Bill machen. Und ich kannte die vom Zensor Plattenladen und dann haben wir die kennengelernt. Dann zusammen in Washington gespielt und dann sind die nach Berlin gekommen und so. Also die haben ganz andere Musik gemacht, genau wie Tödliche Doris oder jeder hat andere Musik gemacht. Jeder hat aber sein Bestes irgendwie gegeben, hat sein Ding irgendwie gemacht. Darum ging es, glaube ich. Birthday Party, Nick Cave, muss man vielleicht jetzt als Name droppen. Ja, genau. Genau, und das ist ja Doris, ganz wichtige... Es ist völlig egal, ob das jetzt Elektronik ist oder nicht. Ja. Und das wurde aber dann plötzlich, als dann Techno da war, wurde das von vielen Kollegen dann so als bäh, so als ob das was Böses wäre, weil es elektronisch ist. Und das finde ich einfach totalen Quatsch. Gab es auch in den 80ern schon und war wahrscheinlich immer schon Quatsch, das stimmt. Also für mich als Konsument immer schon Quatsch oder was heißt Quatsch? Also diese, wir hatten das auch in den 90ern natürlich mit Techno und Gitarrenmusik. Es ist natürlich wichtig für Jugendkultur, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Ne? Und als Musiker sieht man das immer so ein bisschen mit Abstand. Also mir sind dann eher auch gut programmierte elektronische Alben lieber als schlechte Gitarrenrock-Alben oder so, obwohl ich da vielleicht in einer anderen Szene verortet bin. Ich würde jetzt gerne noch mal Fragen stellen, die Katja gestellt hätte, wenn ich darf. Okay. Ich habe die Brille auf. Was bedeutet Musik machen und veröffentlichen für dich damals und heute? Ich habe dazu geschrieben, wann hat das mit der Labelarbeit angefangen und wie funktioniert das praktisch? Labelarbeit machen wir morgen. Wir haben ja morgen noch mal ein Panel, wo dann drei Labelmacher und dann auch du auf der Bühne sitzen. Und ungefähr um die gleiche Zeit mit Molly Mönch und von Audiolied und Maurice Summen von Staatsakt. Aber vielleicht ganz kurz, wenigstens, dass hier alle wissen, dass du das auch machst. Ja, das gehört, für mich hat das damit angefangen, dass ich so ein bisschen denke, also das alles irgendwie auch dazugehört zu dem Endresultat Platte. Ich bin ja eigentlich ein Recording Artist. Wenn ich das so sehe. Also für mich war immer die Platte unheimlich wichtig. Als im Unterschied zu Performance Artist. Ja, ich bin auch ein Performance Artist, aber irgendwie so, ich komme eigentlich vom Recording Artist. Also das war für mich irgendwie ist für mich ein wichtiges Ding. Mhm. Und bei einer Platte habe ich aber eben früh gelernt, auch schon mit Mania D und Malaria vor allen Dingen im Studio,
dass das Studio unheimlich wichtig ist, was man im Studio macht. Deswegen habe ich angefangen, mich für Studio zu interessieren, habe bei Studio-Service gearbeitet, habe auch mein eigenes Studio jetzt. Also was man mit einer Aufnahme, die du dir überlegst, was im Studio dann noch verändert wird, also wie das Endresultat dann ganz anders sein kann, das habe ich dann ziemlich früh gelernt. Das Gleiche ist, wie wird die Platte vermarktet? Wie wird sie an den Mann gebracht? Plötzlich bist du irgendwie, machst du so eine Chart-Radio-Tour. Da möchte ich nicht unbedingt hin, so ungefähr. Also ich habe versucht, da so viel Einfluss auf das Endresultat zu haben, wie es irgendwie geht. Und diese Kontrolle über das Endresultat hast du nicht an einer Stelle abgegeben, wo es normalerweise heißt, ich bin der Künstler und den Rest macht die Plattenfirma, sondern... Nee, ich mag auch diese Attitude nicht, diese Künstler-Attitude, diese rühre mich nicht an, ich bin super genial, ich bin ein genialer Dilettant meinetwegen, aber nicht, also ich habe auch irgendwie Star-Allüren, aber ich finde schon, dass man sich für... Die Technik gehört dazu, man muss mit den Technikern zusammenarbeiten, wenn man auf die Bühne geht. Das ist nicht okay, die Techniker zusammen zu pfeifen oder so. Also so viele kleine Dinge, die gehören zu dieser Gemeinschaft dazu, mit denen man zusammenarbeitet und mit denen man auch nett sein muss oder irgendwie umgehen muss. Du sprichst mir total aus dem Herzen, das finde ich auch. Aber es ist natürlich auch eine Frage von Talenten. Nicht jeder hat das Talent, dann auch sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Das ist auch nicht unbedingt mein Talent, aber ich mache trotzdem, ich versuche es. Ich bin da offen. Ja, ganz toll. Also ich finde das sehr bewundernswert. Und man kann ja auch dann, wenn man es versucht hat, besser sagen, wie weit man damit kommt. Oder man ist wenigstens gescheit. Das Scheitern ist ja auch eine wichtige Erfahrung in der Kunst ganz allgemein, finde ich. Ja, das finde ich auch. Nämlich, ich bin auch oft genug gescheitert. Da lernt man unheimlich viel. Ja, also und wenn man nur weiß, was man nicht kann oder was man vielleicht dann doch anderen überlässt oder Teamwork oder nicht. Katja fragt noch, was ist heute geiler als früher? Was ist heute geiler als früher? Weil viele sagen ja, früher war alles besser. Also für mich ist natürlich meine Altersweisheit unheimlich geil, weil dadurch bin ich viel relaxter und habe bessere Laune eigentlich auch und ich reg mich nicht mehr so auf über viele Sachen, weil ich weiß, also ich habe auch ich fürchte mich nicht, also das hatte ich auch selten sowieso. Aber zum Beispiel war ich unheimlich oft wahnsinnig unglücklich verliebt. Und dir passieren ja, wenn du jung bist, auch Sachen, wo du denkst, oh Gott, das werde ich nicht überleben oder das ist so furchtbar schlimm. Aber wenn man das dann so 10-mal erlebt hat, dann weiß man, man kommt irgendwie wieder raus. Und das ist so, das finde ich ganz geil. Und vielleicht ist es auch eine Souveränität gegenüber Genres oder was ich vielleicht ein Effekt, den ich eben so angedeutet habe, dass man sich nicht mehr so klar an Genres verortet, wenn man älter wird. Das ist nämlich eine Frage, die finde ich jetzt nicht, aber die war später auch hier in diesem Manuskript von Katja Ruge. Weiß ich nicht. Also ich habe das Beispiel, Eklektische, das taucht immer wieder auf. Ich finde, also weil da gab es irgendwie einige Journalisten, die dann irgendwie im Laufe meiner Karriere gesagt haben, die macht ja immer was anderes. Und das empfinde ich nicht so. Also ich finde schon, dass ich mir sehr treu geblieben bin als Künstler und auch als Person. Und habe jetzt vor allem mit meinem letzten Album, mit dem Moment, weil ich gestern noch mal diese alten Malaria-Sachen, ich finde, dass jetzt eigentlich wirklich auch Ähnlichkeiten da sind. Also auch weil bei der Malaria Emotion, bei dem Album, da gibt es auch unheimlich experimentelle Tracks. Und da dachte ich so, irgendwie hat sich eigentlich nichts verändert. Aus meiner Erfahrung würde ich dazu sagen, man darf von den Journalisten auch nicht zu viel erwarten, ne? Also was so Abstraktionsvermögen angeht. Das ist leider so. Und dann sind so bestimmte Schlüssel, Reize wie, da ist was in elektronischer Sound und dann wird das nicht mehr verglichen mit dem, was ihr vielleicht mit Malaria gemacht habt. Genau. Aber auf jeden Fall eine große Genre-Offenheit und was ich denke, also ich würde das eben auch beschreiben als einen souveränen Umgang mit Genres und eine Persönlichkeit, die sich sozusagen in unterschiedlichen Medien oder in unterschiedlichen Umgebungen durchsetzen kann. Das ist ja das, was einen Künstler auszeichnet. Das jetzt nur mal so als Kompliment von mir. Dankeschön. Jetzt weiß ich nicht, jetzt kommen noch zwei Stücke, ob was von deinem neuen Album kommt.
Das hätte ich nämlich ganz gern, bin jetzt gerade nicht sicher. Hier wird nochmal der Ocean Club erstmal erwähnt. Möchtest du darüber was erzählen? Ich persönlich war nie im Tresor. Ja, das habe ich zusammen mit Thomas Fehlmann gemacht. Das ist zum Beispiel eine Zeit in den 90ern. 90er war für mich dann Mauerfall. Ich wollte, also vor dem Mauerfall wollte ich eigentlich Berlin verlassen, wie viele andere auch, weil es furchtbar geworden war. Und dann war neue Stadt, neues Leben, alles anders. Und danach habe ich mal die Members of the Ocean Club so eine Art Soloalbum gemacht mit vielen Freunden. Ich wollte weg von der Band und hin, eher so das Ocean Club war dann so für mich die neue Formation, in der Freunde mitspielen, aber es ist eben keine feste Gruppe, also es ist keine Band. Das war für mich irgendwie so durch. Und dazu habe ich auch versucht, Konzerte zu machen. Das war unheimlich aufwendig mit Atari-Computern noch auf die Bühne und so, unheimlich viel Gepäck. Und hinterher haben sie mir dann erzählt, oh, du hast ja toll aufgelegt. Und dann habe ich gesagt, fuck you. Habe ich angefangen aufzulegen. Ja, das war dann irgendwie... Oh, wir sind schon so weit. Dann dürfen wir vielleicht denn noch ein Stück zeigen oder müssen wir jetzt in die Fragerunde direkt? Nein, ich kann ja kurz erläutern. Ja. Nein, die Hupe, genau, die hatten wir noch nicht. Die Hupe ist eigentlich nur das Signal zum einen für euch, dass es noch so ungefähr 10 Minuten knapp gibt. Hm. Und vor allen Dingen aber auch für euch hier im Publikum, dass ihr gerne, wenn ihr Fragen habt, die euch unter den Nägeln brennen. Ich sage noch kurz was zu Ocean Club. Ja. Also das war, diese Platte war es, dann habe ich angefangen auch aufzulegen, dann haben wir die Radio. 97 war Anfang von der Radio, Ocean Club Radio, zusammen mit Thomas Fehlmann für Radio 1 Berlin und gleichzeitig Monika Enterprise, das Label, also im gleichen Jahr. Und das war dann auch so für mich so eine Zeit, wo ich unheimlich viel Networking und so, also ich habe keine Kinder und das war für mich so eine Zeit, wo ich mich um anderes gekümmert habe. Also da war dann nicht mehr. Und dann erst 10 Jahre später die nächste Soloplatte. Also ganz kurz, das können wir hier vielleicht noch kurz erwähnen. Welche Bands oder Künstler auf Monika Enterprise veröffentlicht? Die erste Band war die Quarks, dann Contriva, Barbara Morgenstern, Cobra Killer, Marsha Corella, Islaya. Das letzte Album von, wunderbare Ambient-Album von Sonai aus Köln. Und sehr, sehr viele. Und ich habe eine ganz tolle Serie, die heißt Four Women No Cry, mit 4 Künstlerinnen aus unterschiedlichen Ländern, die noch nicht so bekannt sind und noch nicht viel veröffentlicht haben, die jeweils 20 Minuten Zeit haben auf so einem Album. Das ist ganz toll, also weil es mir auch darum geht, Frauen irgendwie hochzuheben und so weiter. Ja, und ich finde auch, da kann man nicht sagen, dass es ein Genre ist oder so ein Branding, das mit einer... Ein bisschen, also mich interessiert immer so Pop-affine Sachen, interessiert mich schon. So zwischen Elektronik, experimentell und Pop findet das statt. Alles klar, also auf jeden Fall die Vertiefung wert. Ich habe hier in dem Skript von Katja Ruge, die ja eigentlich moderieren sollte, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, ganz zum Schluss einen Auftritt von dir in der Royal Albert Hall. Und da wollte sie sich so die Fragen so fanmäßig, wie war denn das so? Ich lasse das mal weg. Das war geil. Weil ich, klar, logisch, was soll man sagen? Geil, ne? Oder? Das war geil. Und, das war also once in a lifetime. Wenn du nicht Neu und Michael Rother schon erwähnt hättest, hätte ich jetzt die Parallele gezogen zu eben zum Beispiel diesen Leuten, die international eine enorme Anerkennung genießen und wo hierzulande die Leute um Fördergelder bitten. Im Mai gehe ich nach China. Zu denen du auch gehörst. Und ich möchte diesen Beweis hier noch kurz anführen. Ich weiß nicht, wie viel wir davon zeigen wollen. Das Video ist, glaube ich, recht lang. Und danach könnten wir eine kleine Fragerunde noch, wenn wir die Zeit haben. Haben wir noch? Ja, okay. Das kommt Royal Albert Hall. Wenn sie kommt. Das ist ein Stück mit Arme, also mit Frank Wiedemann. Und die haben da eine große Nacht gehabt und haben mich eingeladen. Und das war natürlich großartig, aber ich glaube, es läuft nicht. Ich glaube, es muss vorgespult werden, ne? Vorgespult sagen auch nur noch alte Leute. Es war unglaublich schön. Der Blick von der Bühne ins Publikum. Es ist traumhaft.
kleines Soundproblem hat. Ich hab dich doch so gern. Ja, so, jetzt ist die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Dann gut und gut. Ja. Vielen Dank. Ich habe sonst hier noch ein paar Fragen von Katja. Also. Nö. Hier kommen bestimmt noch Fragen, sonst fange ich einfach mal an, weil es ja so ein bisschen eigentlich als Oberthema auch so um den DIY-Gedanken geht und oder auch Selbstvermarktung. Ja. Du hast alle Sachen immer selbst rausgebracht, ne? Oder? Also am Anfang wahrscheinlich nicht. Wir haben unheimlich viel unterschiedliche. Also wir haben damals viele kleine. Da kam ja Indie erst auf in den 80ern. Ja. Da hatten wir ein amerikanisches Label, ein französisches, Le Disque Crepuscule, Belgien. Und dann englisches Label. Also viele Labels, die alle keine Abrechnung geschickt haben. Jo. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir es doch lieber selber. So, genau, meine Frage ist auch... Aber ich habe immer noch nach wie vor, ich habe zum Beispiel auch bei Büro B die Platte mit Tanzi auch im Irmler gemacht oder immer mal wieder mit anderen, oder mit Alternation war die Ocean Club damals. Ja, so, das ist eigentlich nicht so ein Problem, aber ich bin sehr froh, dass ich das Outlet habe, wo ich einfach das machen kann, was ich will. Ah, das wäre eigentlich meine Frage gewesen, weil Alternation weiß ich jetzt zufällig... Weil das wäre es eigentlich gewesen. Hast du, also gab es jemals irgendwie den Moment oder die Möglichkeit oder eine Situation, wo es Sinn gemacht hat, mit Major irgendwie auch zusammenzuarbeiten? Und Alternation war doch Major. Das war so halb Major. Das war so ein halber Major, glaube ich. Das war dieses große Ding in Stuttgart. Ich habe ja, genau. Nämlich auch veröffentlicht, genau. Zufälligerweise. Ach so. Ja, ich dachte, es wäre ein Indie gewesen, aber es war ein größerer Indie auf jeden Fall. Also es war schon unabhängig, aber ja. Größer. Ja, aber ja, da habe ich die Members of the Ocean Club rausgebracht, genau. Und dann habe ich aber ganz toll die ganzen Rechte zurückgekriegt an dem Album und jetzt ist es bei Moabit. Also problemlos. War okay. Also ja. Wie handelst du das eigentlich? Ich meine, wir sind ja alle irgendwie musikliebende Menschen und können uns dafür begeistern. Oder auch Technik natürlich ist geil und Studiozeugs und Sound und all der Kram. Das hat ja irgendwie auch immer dann noch eben, also spätestens wenn du sagst, die Rechte kommen zurück, hat es ja immer auch irgendwie so eine Papierkramseite. Wie handelst du sowas? Oder liegt dir das? Oder? Ich glaube, es liegt mir ein bisschen. Also es ist für mich irgendwie, wenn so... so eine beruhigende Sache, wenn ich ab und zu mich einfach um sowas, so zum Beispiel die Steuererklärung oder nicht die Steuererklärung, aber so ein bisschen so um so Bürokratie kümmern kann, wo man dann so einfach, wo es so einfach ist, wo alles so einfach ist, wo es einfach nur irgendwie abgeheftet wird oder so. Das tut mir ein bisschen gut manchmal. Housekeeping, ne? Oder ja, genau. Auch so die Spuren sortieren. Wie bügeln. Oder bügeln, das ist so ein bisschen genau. Wie bügeln. Das fragt Katja übrigens auch, weil sie die Sounds von deinem neuen Album so toll findet, wo du die her hast. Kleine Nerdfrage noch. Wo ich die Sounds her habe? Ja, was du für Vorlieben hast. Ich habe mir einen kleinen neuen Modular-Synthesizer gekauft. Mhm. Den habe ich selber gemacht. Selber gebaut? Oder? Die Modular sind, aber die Sounds habe ich selber gemacht. Okay. Ich war begeistert. Das war ein ganz guter, also ich habe diesen Synth dieses, von Make Noise, dieses Teil mir, O-Coast, und ich war dann so verliebt in dieses Teil, vor allen Dingen, weil ich nichts rausgekriegt habe. Ich bin eigentlich ganz gut mit Technik, aber bei dem, ich habe zwei Tage und es kam kein Ton, das kann nicht sein, das geht nicht. Und dann irgendwann habe ich es kapiert, ich musste richtig so ein bisschen arbeiten, um da was rauszukriegen. Werde ich persönlich nie verstehen, warum man wieder diese Technik der 70er Jahre und so. Nee. Ich bin hands-on Mensch, also ich habe gerne, ich möchte es gerne selber
berühren und als machen. Als Inspiration auch alleine, da ja, kommt dann das, dass man... Ich kann, es gibt hat. Ja zum Beispiel Annette Humper, so eine Produzentin, die nur so sagt, was BC es gern hätte. Mhm. Ich, das kann ich nicht. Mhm. Ich muss es machen. Ich muss es spüren. Also, so, weiß nicht, ist jeder ein bisschen anders? Ja. Das ist für mich. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit. So, ja, glaube ich auch. Was man vorher, also plant man vorher. Genau, man ich vielleicht bin nicht so ein... Beim Schreiben oder so eine Geschichte plant oder drauf losschreibt. Oder so. Ja, ja, genau. Ich bin so, ich muss das erleben, fühlen, spüren. Noch Fragen? Das ist doch... Aber ich, es gibt einige Sachen, die ich nicht so gerne mache. Ja, das ist auch interessant. Zum Beispiel Verträge mag ich nicht so gerne. Okay. Da ist eine Frage aus dem Publikum. Haben wir ein Mikro für den Herrn? Ich glaube, die Leute hinter dir verstehen sonst nichts. Okay. Wir sind ja noch dabei. Eine Frage. Wie positionierst du dich in der Urheberrechtsdebatte? Das ist doch jetzt entschieden. Das können wir doch mal. Das können wir doch überhaupt mal. Nicht durch, geht doch noch. Naja, aber jetzt erstmal so eine kleine Pause wäre doch auch ganz gut. Also, nein, Entschuldigung. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Ich glaube auch, weil zumindest das ist wirklich ein Thema, das viel also Zeit braucht. Also ich bin prinzipiell dafür, dass Künstler bezahlt werden. Und ich finde, Frauen sollten sogar doppelt so viel Geld verdienen wie Männer. Das beste Statement, was ich dazu gehört habe. Das würde auch ich zur Hälfte unterschreiben. Cosmic, direkt hinter dir ist noch eine Dame, die was sagen möchte. Okay, vielleicht. Dann ganz schnell und gerne. Warum machst du nicht gerne Verträge? Weil das dir zu kompliziert ist oder weil du dich nicht gerne festlegst? Weil es mir zu kompliziert ist. Ich bin kein Rechtsanwalt. Also, da gibt es immer so diese 1000 kleinen Zusätze und deswegen mache ich das nicht. Gut, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen. Vielen, vielen Dank an Gudrun Gut. Vielen Dank für die Einladung. Im Gespräch mit Frank Spilker. Und vielen Dank, Frank.